Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man in größeren Schaltplänen Werte schnell ändern kann. Dazu habe ich hier mal so einen anderen Schaltplan geöffnet, eine A-stabile Kippstufe, die etwas größer ist. Wir machen mal hier einen Doppelklick drauf und wir sehen jetzt, es ist ein etwas größerer Schaltplan mit vielen Bauelementen. Wenn ich jetzt hier für diese Widerstände die Werte alle eingeben möchte, könnte ich das natürlich händisch machen, indem ich jetzt hier wieder, wie wir es schon gelernt haben, draufgehe, Taste V drücke und den Wert eingebe. Das ist natürlich in so einem großen Schaltplan recht umständlich und kostet eine ganze Menge Zeit. Dafür gibt es eine andere Lösung. Und jetzt machen wir uns einfach mal hier als erstes die Annotation. Ich muss also annotieren, damit ich mein Bauteil auch finde. Das haben wir auch schon mal gemacht. Wir gehen hier oben drauf, Bauteile annotieren, Schaltplan annotieren. Wir sehen keine Fehler, keine Warnung, alles schick. Und damit ist der Ding annotiert. So, jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, wir wollen jetzt den R2, 5, 8 und 11 zum Beispiel den Wert 470 Ohm eingeben. Dazu kann ich jetzt hier auf diese Symbolfelder Übersichtsplan gehen. Mach das mal hier ein bisschen größer. Dann sehen wir jetzt, hier sind alle Bauelemente aufgeführt. Ich kann mir hier auch die Footprints und das Datenblatt einblenden lassen. Entsprechend wird das größer, die Tabelle. Und dann sehen wir, dass wir hier schon mal zwei Widerstände mit Kondensatoren mit 22 Nano haben. Und wir sehen hier unten unsere 14 Widerstände. Das kann ich auch entsprechend ausklappen, die jetzt hier noch nicht belegt sind. Da steht nur ein R drin. Ich mache mir das jetzt mal etwas kleiner. Das macht sich schöner, wenn man das auf dem zweiten Bildschirm hat. Aber wir wollen das jetzt mal an der Stelle machen. Ich wähle also hier jetzt den R2 an. Der springt mir jetzt hier an diese Stelle. Und jetzt gehe ich hier bei Value rein und sage 470. Wir wollen also jetzt hier 470 Ohm vergeben. Gescheiterweise kann ich das gleich hier kopieren. Dann sage ich Enter. Und das liegt jetzt hier drin. Ziehen wir nochmal das Bild etwas passender hier. Und jetzt sagen wir, okay, wir brauchen jetzt als nächstes den R3. Den brauchen wir mal noch nicht. Wir machen jetzt als nächstes den R5. Auch hier wollen wir jetzt mit STRG V 470 reingeben. Enter. Dann gehen wir weiter runter auf R8. Ebenfalls mit STRG V drauf. Und wir können jetzt hier auf R11 gehen und sagen auch hier nochmal 470 Ohm. Enter und dann sind die hier schon belegt. Alternativ geht das auch so. Ich kann natürlich hergehen und sagen, ich gehe jetzt hier auf R3 und dadurch, dass das ja eine Widerstandsreihe ist, das baut sich aufeinander auf, machen wir jetzt hier als nächstes 4K7. Dann kann ich hier den nächsten R4 mit 47K machen. Hier den R5 haben wir schon mit 470 belegt. Dann kann ich hier wieder auf 4K7 eingeben und hier wieder 47K. Den R8 haben wir schon belegt. Machen wir hier wieder den 4K7 und hier wieder 47K. Entsprechend wiederholen wir das Ganze hier nochmal 4K7 und 47K. Ihr seht, also es springt hier immer mit hin. Der Vorwiderstand für die LED, das ist hier hinten der letzte Widerstand, den machen wir mal mit 1K und damit wäre ich durch. Jetzt haben wir hier oben noch als letztes den R1, den wählen wir uns auch nochmal an, das ist der Vorwiderstand für die andere LED. Auch hier vergeben wir mal 1K und ich sehe also im Schaltplan springt KiCad immer an die Stelle, die ich hier gerade eingebe und jetzt sage ich okay. Jetzt wird das hier automatisch alles zugewiesen. Wir sehen es jetzt hier, ist alles an den Werten entsprechend eingegeben. Und wenn ich jetzt nochmal hier öffne, mache ich mir das nochmal groß, die Tabelle, dann sehen wir jetzt, sind unsere Widerstände hier auch zugeordnet worden. Das heißt, wir haben jetzt 4 Stück mit 470, 4 mit 4K7 und 4 Stück mit 47K sowie 2 1K-Widerstände. Jetzt könnte ich hier drauf gehen, zum Beispiel, wenn ich den R1 oder R14 ändern möchte in 2K, weil das eben oder 2,12 Kilo, ja, dann könnte ich das jetzt hier tun. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, sage okay, dann ändert er das hier sofort in 2K2. Oder als Alternative, wenn ich jetzt sage, ich
stelle fest, dass ich zum Beispiel hier mit 47k alle vier ändern möchte, kann ich jetzt das hier nicht ausklappen, sondern sage, ich mache jetzt hier meinetwegen aus den 47k 470k, weil ich das eben komplett ändern möchte, schnell ändern möchte, kann ich sagen, okay. Und jetzt sehen wir hier, sind alle, die hier vorher 47k waren, auf 470k geändert. So kann ich also schnell Bauteilwerte ändern in einem Schaltplan, um hier meine Values zu ändern, ohne dass ich jetzt jedes einzelne Bauelement anklicke und über die Taste V oder über die Eigenschaften entsprechend das Element ändere. Das dazu. Danke für die Aufmerksamkeit.